New York, Schmelztiegel der Kulturen und Völker, Traumziel von Künstlern aller Art. Die Anziehungskraft der Stadt scheint ungebrochen, aber der Preis ist hoch. Louise Bourgeois, Jenny Holzer und Nancy Spiro leben hier seit vielen Jahren. Jenny Holzers erste Sprüche am Times Square. Missbrauch von Macht kommt nicht überraschend. Für Liebe sterben ist schön, aber dumm. I think what's wrong with New York is wrong with the world. Ich denke, was in New York falsch läuft, das läuft in der ganzen Welt falsch. Und so nah am Puls des Lebens hier in dieser Stadt sehe ich genau, wie die Dinge anderswo stehen. In New York ist alles besonders extrem, aber meinem Gefühl nach ist es überall ähnlich. Und es ist sehr gut, wenn man das weiß. Wir beschlossen, hierher zu kommen. Es ist die große Herausforderung. Hier zu sein, ist eine Herausforderung. I learned to love New York, and I did. Ich lernte, New York zu lieben. Und ich liebe es noch immer. New York vibriert, ist immer in Bewegung. Schönheit und Schmerz, Glück und Pech, Lust und Traurigkeit scheinen hier näher beieinander zu liegen als sonst wo. Die Stadt fordert die Auseinandersetzung. Schmerz und Schönheit sind die äußersten Pole, zwischen denen sich die Kunst bewegt. Wahrscheinlich ist es besser, wenn Schönheit und Schmerz miteinander konkurrieren. Vereint sind sie gefährlich, denn Schmerz kann verführerisch sein. Das bringt den Menschen dann meist große Probleme. Wenn ein Künstler ehrlich ist, dann verwandelt er Schmerz nicht in Schönheit, das ist ja klar. Man schafft Schönheit durch Begabung, nicht durch Willenskraft. Man versucht Schönheit zu schaffen, manchmal gelingt es, manchmal nicht. Aber wenn man ehrlich ist, muss man zugeben, dass sich Schmerz in Freude verwandeln lässt. And admit, if you are honest, is that you turn pain into pleasure. This is a figure of a young woman. In der Gestalt einer jungen Frau, die ihren ganzen Körper tätowiert hat, finden Schönheit und Schmerz für eine begrenzte Zeit Ausdruck. Das sieht hier wunderschön aus. Aber man kann sich vorstellen, wie viel Schmerzen sie dafür erleiden musste. Außerdem fragt man sich, was mit zunehmendem Alter wohl mit so einem tätowierten Körper passiert. I am concerned with suffering and pain. Ich fühle mich sehr betroffen von Leiden und Schmerz. Das klingt vielleicht schwülstig, und so meine ich das überhaupt nicht. Es geht mir vielmehr um den Menschen. Anfang oder Mitte der 70er Jahre, als ich mit aktiven Frauengruppen im Kunstbereich arbeitete, habe ich den Entschluss gefasst, mit Hilfe meiner Kunstwerke etwas zur Lage der Frauen auszusagen. Thema ist Schmerz und Freude des Menschen allgemein, aber vermittelt durch Bilder von Frauen. About the status of women, the pain and the pleasure of the human being, but through the images of women. Nancy Spiro erzählt die Geschichte der Menschheit neu. Sie berichtet von Frauen, die sich nicht mehr unterdrücken lassen, die sich mit Lust zu ihrer Sexualität bekennen und so die Macht der Männer erfolgreich unterlaufen. My work is a lot about ritual, and even this figure, the
Thema meiner Arbeit ist oft Rituelles, darunter auch zahlreiche Darstellungen von Dildo-Tänzerinnen. Ich mag, wie sie aussehen und wie sie Sexualität in einer Weise deutlich ausdrücken, wie es sonst in unserer Kultur absolut verboten ist. Einmal abgesehen von dem, was man in Pornozeitschriften sieht. Diese Dildo-Tänzerin beispielsweise, so erzählte mir eine Kunsthistorikerin, war eigentlich eine Tempeltänzerin, eine Tempelprostituierte im 5. Jahrhundert. Das wusste ich nicht. Und vermutlich waren das die einzig wirklich freien Frauen im antiken Griechenland. Figuren aus der griechischen Mythologie oder aus der ägyptischen Kunst und die Frau von heute. Nancy Spiro mischt in ihre Bildstreifen Geschichte und Gegenwart. Sie zeigt nicht die beharrende Nesthockerin, sondern die vorwärtsstürmende Frau, die Protagonistin, die eine neue Zeit verspricht. Sie will daran erinnern, dass Frauen nicht immer nur Opfer waren, sondern auch Göttinnen. Befreit von dem Ballast der ihnen aufgezwungenen Geschichte, umtanzen sie leichtfüßig Hadrian, den antiken Herrscher, wie hier im Museum Sackler in Harvard. Ich habe ausschließlich Bilder von Frauen ausgesucht. Hier eine Statue vom Kaiser Hadrian, dem Krieger. Links von ihm steht Josephine Baker auf der Bühne. Hinter Hadrian habe ich tanzende Gestalten gesetzt. Eine Figur aus dem klassischen Griechenland, eigentlich männlich. Ich aber habe daraus eine Frau gemacht. So tanzen also die Gestalten hinter Hadrian. Und dort eine klassische Gestalt in einer Toga. Sie schaut zurück, fast als ob sie uns verlassen würde. Dann noch zwei Darstellungen von Sheila aus der keltischen Mythologie, die in Altertum und Mittelalter die Göttin der Fruchtbarkeit und Zerstörung, der Geburt und des Todes war. Celtic mythology. We decided that we would establish a relationship between ancient art and Nancy's art. Wir wollten eine Beziehung herstellen zwischen der Kunst des Altertums und Nancy's Kunst. Denn in Harvard hat das Studium antiker Kunst und klassischer Kultur eine lange Tradition. Wir wollten das in Frage stellen und frischen Wind hineinbringen. Nancy bereichert dieses Projekt durch großes kunstgeschichtliches Wissen und viel Gefühl für antike Kulturen und für Museumsarbeit. Sie kann etwas in klarer, schöner Form anzweifeln und uns dazu bringen, Fragen zu stellen, an die wir vorher nie gedacht hatten. Und zwar durch ihre Kunstwerke in den Galerien. Einer intuitiven Choreografie folgend inszeniert Nancy Spiro den Raum. Sie stempelt ihre Bilder direkt auf Objekte und Wände. Die Vorlagen für ihre Frauenfiguren findet sie in den unterschiedlichsten Quellen. Nach zeichnerischer Überarbeitung werden danach Flächen- und Umrissstempel mit und ohne Binnenzeichnung angefertigt. Für die Arbeit an den Wänden sind diese aus Silikon, transparent und flexibel, wie hier. Auf Papier gestempelte Figuren dagegen werden ausgeschnitten und aufgeklebt. So sind sie als Akteure in Spiros weiblichem Welttheater stets einsetzbar. Die Grenzen zwischen Kulturen und Epochen sind aufgehoben, um eine Simultanität von Frauen durch alle Zeiten und Welten zu schaffen, damit ihre Präsenz immer und überall bewusst wird. Nancy Spiro teilt ihr Loftatelier mit Leon Golub, mit dem sie seit 1951 verheiratet ist und drei Söhne hat. Sie hatten es nicht leicht, weil es für eine politisch engagierte Kunst in Zeiten von Pop und Minimal Art keinen Platz gab. Heute sind beide berühmt. Sie hat den Zeitvorteil, den er als Mann hatte, während sie die Kinder großzog, längst wettgemacht und ist zur Integrationsfigur der Künstlerinnenbewegung in Amerika geworden. In letzter Zeit stellen Nancy und Leon öfter zusammen aus, wie hier in Boston, im MIT. Ihr gemeinsames Thema ist die Gewalt und der Machtmissbrauch, die Manipulation und die Unterdrückung. Für beide gilt, Kunst kann nicht außerhalb der Realität stehen.
Die Küche ist Salon und Kommunikationszentrum. Sie war eine sehr gute Ehefrau und Mutter. Keine war besser. I decided I wouldn't worry about the men, because the men in a way. Ich beschloss, die Männer beiseite zu lassen, denn mit ihnen ist für mich die Vorstellung von Macht verbunden, dass Männer die Welt regieren, Männer die Gesetze und die Gesellschaftsordnung bestimmen. Natürlich bestehen sogar unter Männern viele Ungleichheiten in Rasse, sozialer Schicht, Einkommen, allen möglichen Dingen. Aber selbst wenn wir einmal von all dem absehen, so haben sogar Männer ohne Geld und wirtschaftliche Macht gewöhnlich immer noch Gewalt über Frauen und Kinder. Income, all sorts of things, but nevertheless, it's complicated. But even in, you know, coming down from all this, even men who, let's say, who are economically deprived, are still usually in control of the women and the children. Zu Lebzeiten meiner Mutter haben immer die Frauen gearbeitet und die Männer ruhten sich aus. Das ist hier dargestellt. Die Frauen stützen, was euch auf den Kopf fallen wird. Dass es Frauen sind, sieht man an ihren kleinen Absätzen. Hier sieht man viele Männer mit großen Bäuchen. Alle zusammen tun, was sie können. Das ist nicht viel, aber sie tun eben, was sie können. Und sie stützen das Himmelsgewölbe. Und dann ändert sich alles. Hier sind es Männer, da dagegen sind es Frauen. Also wenn die Frauen arbeiten, dann will ich nicht für Frauen arbeiten. Ich will nur für Männer arbeiten. Das ist persönlich, das ist nicht weiter interessant. Das ist hier dargestellt. Meine Mutter, Großmutter, Tante und Großtante tun alles, was sie können, und ich ruhe mich aus. Schauen Sie, ich bin da. Ich weigere mich, mitzuarbeiten. Genauso wie ich es heute ablehne, bei der Frauenbewegung mitzumachen, denn sie langweilen mich. Verstanden? Ich habe viel von dem profitiert, was die ersten Feministinnen erreicht haben. Und ich betrachte mich selbst als Feministin. Ich hoffe, durch meine Tätigkeit auch einen Beitrag zu leisten. Ich habe das mehr oder weniger praktiziert. Die Guerilla Gorilla Girls, eine zornige Gruppe von Künstlerinnen, die mit Plakaten und witzigen Sprüchen lautstark in den Straßen gegen die Kunst als männliches Territorium protestiert. Mit den Masken erregen sie Aufmerksamkeit und wahren ihre Anonymität. Jenny Holzer war vielleicht ein Guerilla Girl. Ich bin ein Guerilla Girl. Ich bin nicht wütend, dass die Welt von Frauen mittleren Alters zum Nutzen sehr junger Männer gemanagt wird. Schließlich sind Frauen daran gewöhnt, Ehefrauen und Mütter zu sein. Wir wissen, wie man ihnen die Nase putzt. Müssen Frauen nackt sein, um ins Metropolitan Museum zu kommen? Mit anonym geklebten Plakaten wie hier auf einer Telefonzelle in Soho hat auch Jenny Holzer angefangen und Aufmerksamkeit erregt. Ich arbeitete ziemlich lang anonym auf der Straße und darin liegt auch mein Erfolg begründet. Denn ich konnte dabei stehen und zuschauen, wenn Leute meine Sachen lasen und lachten oder zu diskutieren begannen. Jenny Holzers Medium ist das Wort. Obwohl sie Großstadtkunst macht und ein Massenpublikum ansprechen will, braucht sie für ihre Arbeit Ruhe. Mit ihrem Mann, dem Künstler Mike Clear, und der Tochter Lilly lebt sie in New York und auf dem Land. Ihre Texte handeln von menschlicher Unzulänglichkeit, von Macht und Gewalt, von Angst und AIDS, von Dummheit und Vorurteilen. Man findet sie überall, auf T-Shirts, Mützen, Bänken und als elektronische Schriftbänder, ihr Markenzeichen.
Mit Sprüchen wie »Schützt mich vor meinen Wünschen«, »Taten verursachen mehr Leid als Gedanken«, will sie die Menschen mitten im Alltag für die Länge eines Werbespots verunsichern. Action causes more trouble than thought. I write about what frightens me. Ich schreibe darüber, was mir Angst macht und was, wie ich hoffe, wahr ist. Darüber, wovon ich zuversichtlich glaube, dass es nie geschieht. Und darüber, wovon ich träume, dass es passiert. Ich versuche, über das Schlechteste, das Schrecklichste und über die Lösung zu schreiben. Dance on down to the government and tell them you're eager to rule because you know what's good for you. What country should you adopt if you hate poor people? The breakdown comes when you stop controlling yourself and want the release of a bloodbath. I focus on the negative things. Warum ich eher Negatives zum Thema mache, liegt wohl an meiner persönlichen Geschichte. Aber mir ist auch sehr bewusst, dass die negativen Dinge einen umbringen werden, während die positiven Dinge gut alleine zurechtkommen. 1990 gestaltet Jenny Holzer als erste amerikanische Künstlerin den Pavillon der USA auf der Biennale in Venedig und bekommt als erste Frau überhaupt den Biennale-Preis. Eine Sensation. Aber auch der Pavillon selbst ist eine Sensation. Ein riesiges Medienspektakel. Die Aussagen sind so widersprüchlich wie unsere Gesellschaft. Jenny Holzer hält uns den Spiegel vor und provoziert Reaktionen. Sie ist nur die Berichterstatterin. Manchmal benutze ich elektronische Schrifttafeln, weil sie einfach zu lesen sind, weil sie den Leuten sofort ins Auge stechen. Manchmal mache ich aber auch ein Verstehen fast unmöglich, weil das meiner Meinung nach dem modernen Leben entspricht. Jenny Holzer, die die Menschen von heute mit den technischen Medien von heute erreichen will, hat im Internet ein neues Publikum gefunden. I'm fooling around with the computer because I'm working on a website on the internet. Ich spiele mit dem Computer herum, weil ich an einer Webseite im Internet arbeite, wo meine Sachen im Raum hängen bleiben können, anstatt dass ich immer Dinge für Leser und Zuschauer hinterlassen muss. Da können die Leute dann an mich zurückschreiben und meine Sätze verbessern, wofür ich dankbar bin. Ich zeige Ihnen hier jetzt ein paar Sätze, die ich eingegeben habe und wie die Leute sie verändert haben. Zum Beispiel habe ich geschrieben, übertrieben viel Essen ist kriminell. Und als Antwort kam, kriminelle Essen ist übertrieben. Oder für Liebe sein Leben aushauchen ist so romantisch. Men don't protect you anymore. Bodies lie in the bright grass, and some are murdered, and some are picnicking. I see a chance to perhaps change myself with my work. Ich sehe eine Chance, durch meine Arbeit vielleicht mich zu ändern und möglicherweise die Menschen dazu zu bringen, über einige Dinge nachzudenken, die mich sehr beschäftigen. Ihnen vielleicht auch das Gefühl für ein paar Dinge in der Welt zu vermitteln, für die wir oft leben und sterben. A foot in the world, some of the things that we live and die by. It takes a while before you can step over inert bodies and go ahead with what you were trying to do. 1994 sorgt Jenny Holzer mit der Gestaltung des SZ-Magazins für einen Skandal. Für ihre Arbeit Lustmord ließ sie Texte direkt auf Menschenhaut schreiben und diese mit einem Anteil von Blut drucken. Lustmord was explicitly about violence, about mock sex, I would call it. Lustmord hatte eindeutig Gewalt zum Thema, Scheinsex, wie ich es nennen würde.
Vergewaltigung zu Kriegszeiten und den Tod von Frauen und die Folgen dieser Art von Folter und Tod für jeden Überlebenden. Frauen gaben Blut ab, und so konnte der Text mit ihrer Körperflüssigkeit geschrieben werden. Und meine Hoffnung war, dass er dadurch zu jedem nach Hause käme, der ihn angefasst hat. Ich möchte Lustmord nicht nur einfach als Denkmal sehen, das beinhaltet, dass alle tot sind und dass es zwar ein gewisses Maß an Tränen gab, aber das wäre es dann auch gewesen. Ich möchte es lieber als eine Art Angriff verstehen und vielleicht als eine Art Gebot. Nein, du darfst das nicht, das kannst du nicht tun. Ich werde das nicht zulassen. You must not, you cannot. I will not permit this. Rot ist die Farbe des Blutes, rot ist die Farbe der Gewalt, rot ist die Farbe der Gefahr. Kunst handelt nicht von Kunst. Kunst handelt vom Leben. I don't think that words have more power than images, but ich glaube nicht, dass Worte mehr Macht haben als Bilder, aber sie sind einfach mein Ausdrucksmittel. Jenny Holzers Weg führte von der anonymen Aktion auf der Straße ins Guggenheim-Museum. Was vor 20 Jahren undenkbar schien, wird zur Realität. Guggenheim als mediale Inszenierung von Jenny Holzer. Ein Museum der Sprüche. Ich wurde Künstlerin, weil ich ganz offensichtlich ansonsten nutzlos bin. Ich mache gerne Kunst. Es ist das Einzige, was ich kann. Were certain people, this one and maybe this one and maybe this one, manche Leute, vielleicht dieser oder vielleicht jener, haben einfach diese verblüffend perfekte Harmonie in sich. Das ist nicht jedem gegeben. Und täglich sollte man dankbar dafür sein, ein Künstler sein zu dürfen. Louise Bourgeois hat ihr Atelier in Brooklyn. In Paris geboren, lebt sie seit 1938 in New York. Heute gilt sie als größte Bildhauerin dieses Jahrhunderts. Die radikale Subjektivität ihrer Kunst schafft eine Synthese zwischen der europäischen Tradition und amerikanischer Unabhängigkeit. No, you can come this way. So, this is important. Right. Für Louise Bourgeois ist die Kunst ein Mittel, das Chaos des Lebens zu ordnen und für die Beziehung der Menschen zueinander ein Gleichgewicht zu finden.
Alors c'est la scène. Nous retrouvons la scène. La scène du balayage et la scène de la. Das ist die Szene mit dem Besen, eine symbolische Handlung. Das ist es, was die Kunst ausmacht. Der Künstler vollbringt den ganzen Tag, die ganze Nacht lang symbolische Handlungen. Hier zwei Beispiele. Das Schwingen des Besens, das Hin und Her, das Vor und Zurück. Back and forth and back and forth and back and forth of the ballet. Which means that things are going all right because... Das bedeutet, dass alles in Ordnung ist, weil der Rhythmus stimmt. Mein Herzschlag, der Rhythmus des Besens, der Rhythmus des Herzens, der Rhythmus von dieser Art Mobile hier, all das sind Metaphern für Ordnung. Das heißt also, Ordnung ist dem Chaos überlegen. All these are metaphors for order. It is a metaphor for order, that is to say, the order transcends le chaos. Right? Il y a une mélodie qui s'adresse à une autre forme de contrôle du temps. Es gibt eine Melodie für eine andere Form der Kontrolle der Zeit und der Ängste. Das heißt, anstatt zu fegen, beginnt man Tango zu tanzen. Diese Melodie wurde von der Musik damals inspiriert von der Liebe zum Tango. Qui était l'amour du Tango. So I have melodies that are four notes. Ich habe also Melodien mit 4, 6, 12 Noten. Sie alle bringen unterschiedliche Stimmungen zum Ausdruck. Different moods. Sie sehen also, Spannung verwandelte sich in Wohlgefallen. Das ist nicht schlecht. Spät haben die Franzosen ihre berühmte Tochter aus Übersee entdeckt. Im Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris bekommt sie 1995 die erste große Ausstellung in ihrer Heimat. Es gibt viele Environments oder Zellen zu sehen, beunruhigende Räume, von denen jeder eine Geschichte erzählt. Der Austausch von innen und außen ist für Louise Bourgeois eine Metapher der menschlichen Beziehungen. Die Zellen stellen verschiedene Arten von Schmerzen dar. Körperlicher, emotionaler, psychischer und geistiger Schmerz. Der Spiegel ist die Akzeptanz des Ich. Ich habe in einem Haus ohne Spiegel gelebt, weil ich mich nicht akzeptieren konnte. Die Inhalte sind immer verschlüsselt. Alles erklärt sich nur aus der Person der Künstlerin, aus ihren Obsessionen, die Einsamkeit, die Sexualität, die Faszination von Angst und ihre persönliche Verwundbarkeit. Für Louise Bourgeois ist das Wichtigste an der Kunst, dass sie dem Menschen die Fähigkeit zur Sublimation und damit zum Weiterleben schenkt. Die kleine Spiralfigur ist desorientiert. Sie hängt an einem Faden. Wer ist das? Das bin ich. On sait que la taquinerie dont j'ai été une victime au point où je suis devenue. Es ist eine Darstellung der Stichelei, unter der ich gelitten habe und die mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Das heißt, du bist rechts, du bist links. Nein, man dreht sich. Das ist dieselbe Vorstellung wie hier. Der Mensch, der das Gleichgewicht hält und der sich in großem Ungleichgewicht befindet. Und da ich gerade in Anklagestimmung bin, Schuld daran ist die sadistische Stichelei meines Vaters. Es ist so, als ob eine große Katze der Maus sagen würde, ah, wie sehr ich dich liebe. Und die Maus ist seit 3 Tagen tot und noch immer sagt ihr die Katze, ich liebe dich sehr, weißt du, ich necke dich nur ein bisschen. Genau diese Stimmung bestimmte meine Kindheit und bestimmt noch heute mein Leben. Und manchmal auch das da. Wenn Sie das vor sich haben, da sehen Sie die Ambivalenz.
Mann, Frau, wildes Tier, weiblich, männlich. Die Polarität zwischen den Geschlechtern ist aufgehoben. L'ambivalence, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas compliqué. Ambivalenz ist kein Geheimnis, das ist nicht schwierig. Es ist einfach eine Haltung, die von Kindheit an in mir angelegt wurde. Ich bin also so böse, weil ich so lange die Maus mit der großen Katze war. Daher habe ich begonnen, anderen das antun zu wollen, was man mir angetan hat. Und das Opfer meiner Selbstdarstellung, als ich dann die große Katze war, das war mein Bruder Pierre. Quand j'étais le gros chat, alors mon frère Pierre est devenu ma victime. Et c'était mon frère était un garçon très gentil qui n'avait pas du tout ma force. Et alors je lui disais. Mein Bruder war ein sehr netter Junge, aber er war nicht so stark wie ich. Ich sagte also zu ihm, was bist du heute? Bist du eine Schnecke? Ich bin eine große Katze und du bist eine Schnecke, eine Maus. Ich weiß auch nicht, warum ich das sagte. Fragen Sie mich nicht, das ist mir völlig egal. Wenn ich also zu ihm sagte, du bist eine Schnecke, da begann er zu weinen und das machte mich meinem Bruder überlegen. Er musste wegen mir leiden und weinen. Das war für mich der Beweis, nicht, dass ich wichtig war, das habe ich nie gesagt, aber es zeigte, dass ich stark war. Er weinte wie ein Schlosshund. Ça prouvait que moi j'étais quelqu'un pas d'important, j'ai jamais dit que j'étais quelqu'un d'important, mais j'étais quelqu'un de fort, vous comprenez? Il pleurait comme un veau. Der Schmerz ist das Lösegeld des Formalismus. Der Frustration und dem Schmerz Sinn und Form geben. Was meinem Körper zustößt, muss sich in einer abstrakten Form wiederfinden. Louise Bourgeois hat Regeln in der Kunst nie akzeptiert. Im Zentrum ihres Werkes stehen Themen, die als marginal oder kunstfremd galten. Autobiografisches, Unbewusstes. Ihr analytisches Denken und ihre verblüffende Direktheit verleihen ihrem Werk Brisanz, Aktualität und Diskontinuität, was gerade jüngere Künstler besonders anspricht. So, nous approchons des monstres. Ces deux monstres sont faits en porphyre. Diese zwei Monster bestehen aus Porphyr. Es sind Gewaltleistungen, aber unzerbrechlich. Und nicht nur das. Es sind auch Augen. Ce sont des yeux. Et le porphyre pourrait être. Porphyre kann poliert werden und wird dann so schwarz wie hier. Oder man lässt Porphyr unpoliert. Also so. Das hier ist praktisch unzerbrechlich. Manchmal, wenn ich mit jemandem spreche, dann habe ich den Eindruck, dass ich die Leute beeinflusse, dass ich sie interessiere, dass ich ihr Innerstes auffühle. Und was ich tatsächlich mache, das ist, schauen Sie die Bewegung an. Nichts. Das hat überhaupt keinen Effekt. Das ist die Rekonstruktion einer Reise in die Vergangenheit des Hauses von Choisy. Neu betrachtet, wiederentdeckt und neu erfunden. Mein Name ist Louise Josephine Bourgeois. Ich bin in Paris am 24. Dezember 1911 geboren. Alle meine Werke der letzten 50 Jahre haben ihre Inspirationsquelle in meiner Kindheit. Das ist das Porträt meiner Mutter. Sie war eine Perfektionistin. Meine Eltern hatten ein Unternehmen für Gobelin-Restaurierung. Mein Vater im Alter von 50 Jahren, ein Macho, erfolgreich und selbstzufrieden. Wir waren drei Kinder. Links mein Bruder Pierre, der meine Hand hält und zu mir schaut. Hier ist Sadi dabei, die Mätresse meines Vaters. Sie war auch unsere Englischlehrerin und lebte mit uns 10 Jahre. Meine Mutter hat diese Situation toleriert.
Das ist das unerträgliche Geheimnis. Meine Kindheit hat nie ihre Magie und nie ihre Dramatik verloren. Die Zerstörung des Vaters ist ein erster Versuch, die Kindheitstraumata direkt in Kunst umzusetzen. Ein symbolischer Akt der Befreiung, eine Art Exorzismus. Jeden Tag musst du deine Vergangenheit hinter dir lassen und sie akzeptieren. Wenn du das nicht kannst, musst du eine Skulptur machen. Und hier steigen Rauch und Geruch gleich zum Dach hoch. Das hier ist offen, das ist sehr schön für eine Küche. Okay. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen ihrer Arbeit und ihrem Leben. Sie ist sogar in Gedanken bei ihrer Arbeit, wenn sie mit Leuten zusammen ist. Sie bringt ihre Gefühle ehrlich zum Ausdruck. Ich glaube wirklich nicht, dass es dahinter noch eine andere, versteckte Louise Bourgeois gibt. Vierzig Jahre lang hat die Bildhauerin Louise Bourgeois auf Erfolg warten müssen. 40 Jahre lang hat sie kein Stück verkauft. Im Rückblick bezeichnet sie das als ihre große Freiheit. Ihre erste Museumsausstellung bekam sie 1982 im Modern Art Museum in New York. Deborah Wye war die Initiatorin. I called her up and went to see her and she showed me slides and of Ich habe sie besucht und sie zeigte mir Dias von vielen ihrer Arbeiten. Außerdem Kunstwerke, die sie zu Hause hatte. Und weil sie damals noch nicht viel verkauft hatte, standen zahlreiche ihrer Werke einfach so im Haus herum. Das war für mich eine gute Einführung in ihre Kunst. Zur damaligen Zeit waren Malerei und Bildhauerei meist formal und abstrakt. Die Arbeit von Louise dagegen war völlig anders, sehr direkt. Sie konfrontierte den Betrachter mit Themen wie Liebe, Neid, Eifersucht, Einsamkeit, Schmerz. With subjects like love and envy and jealousy and loneliness and pain, and I had never really come across that. Auf so etwas war ich bis dahin in der zeitgenössischen Kunst noch nie gestoßen, obwohl Louise schon immer so arbeitete. Und zu eben jenem Zeitpunkt war ich bereit, diese Art von Kunst zu schätzen. Und dem allgemeinen Publikum erging es wohl ähnlich. Deshalb ist sie in der Zwischenzeit so bekannt geworden, obwohl sie schon ziemlich alt ist. Even though she's quite elderly. Man empfindet Emotionen wie ein Zombie. Für mich ist die Skulptur ein Körper. Mein Körper ist die Skulptur. Männer sind keineswegs antifeministisch. Sie ignorieren die Frauen einfach nur. Im Grunde hat es mir eher geholfen, dass man mich so lange ignoriert hat. Denn dadurch konnte ich mich auf mich selbst konzentrieren. Geduld und die Fähigkeit, andere anzuerkennen, sind weibliche Tugenden, aber auch eine Wohltat des Alters. Deshalb bedauere ich es, weder eine Frau zu sein, noch alt zu sein. Ich freue mich darüber. La femme de l'anglo est une anglotte. La femme de l'amigo est une amigotte. We'll be right back.
Jeder Künstler hat etwas anderes zu sagen. Man kann nicht einen einzigen zum Wichtigsten erklären. Ich vergesse, was war. Um eine Skulptur zu machen, muss man frei sein. To make a sculpture is to get rid of. Art can be a gift of feeling and knowledge. Kunst kann eine Gabe des Fühlens und Wissens sein, etwas, woran man sich vielleicht festhalten kann, was einem Kraft gibt. Kunst kann dich auch dazu bringen, weitermachen zu wollen, auch dann, wenn alles andere in der Welt die Einstellung vermittelt, was kümmert's mich? When everything else in the world is conveying, why bother? In der New Yorker Kunstwelt haben Frauen die Rolle der Pioniere übernommen. Louise Bourgeois, Nancy Spiro und Jenny Holzer haben, bei aller Verschiedenheit, eines gemeinsam. Ihre Kunst setzt sich mit der Realität auseinander. Und alle drei versuchen, dem Schrecken und dem Schmerz noch Schönheit abzugewinnen.